jeder Einsatz war speziell. Und es wäre jetzt nicht schön zu sagen, der schönste Einsatz war, aber der erfolgreichste Einsatz war im 1999 im Sommer in Nizmit. Dort sind wir am Morgen um 7 Uhr auf einen Schadenplatz gekommen, wo es gesagt hat, da sind mehrere hundert Leute tot. Also nicht tot in dem Sinn, werden vermisst, weil in dem Gebäude drin haben sie, die Türkei hat dort eine Familie zusammengezogen, weil eine Tante gestorben ist. Und dann haben sie noch alle Gäste eingeladen in das Haus. Das hat also mehr Leute in dem siebenstöckigen Gebäude gehabt als normal. Und dort haben wir dann dürfen, als Redo, und das ist wirklich, wir haben eine tolle Equipenarbeit gehabt. Der Redi Bucher war dort Equipenleiter. Haben dort dann dürfen Anzeigen haben. Wir sind dann kurzfristig weg von dem Platz, gehen weiter suchen, und dann haben sie uns zurückgerufen. Sie haben ein Wimmern gehört in den Trümmern, dort, wo die Hunde angezeigt haben. Und dort haben sie nachher zwei Kinder raus. Und das ist natürlich, ja, das ist, ich kriege fast jetzt noch Hähnenhaut, weil das ist, das lebt in mir, und das ist, bildlich ist das einfach da. Die zwei Kinder, ich weiss, sie haben dort für die Zürich-Zeitung noch einen Bericht geschrieben von den Krise-Augen, von den Mädchen, werde ich das Leben lang nicht vergessen. Und das ist ja so. Das sind jetzt 21 Jahre zurück. Und die Krise-Augen sehe ich jetzt noch. In Bam, das war an Weihnachten, am 26. Dezember 2003. Dort ist voraus der Testament gegangen, da sind wir ausnahmsweise das erste Mal der Edi Bucher ist dort als Chef-Ausbildung, als Chef-Einsatz gegangen. Und dann waren wir vier Hundeführer. Wie nicht. Wir sind mit dem Regen dort runtergeflogen. Regenjet hat uns dort abgeladen. Flugplatz war zerstört, also knapp haben sie noch landen. Und dann sind wir dort in Einsatz gegangen. Und auch da wieder. Die ganze Stadt war flach und wirklich flach. Das ist alles. Die Lehmhäuser waren verschüttet und die Hunde haben mehrfach angezeigt. Das war ein grosser Friedhof. 36'000 Tote. Und nach zwei Stunden Suche haben wir die Suche abgebrochen und haben gesagt, wir müssen zurück in die Schweiz. Und dann hat man das auch abgebrochen, weil in der Schweiz haben schon geschaut, zum Nachschicken Leute, oder? Aber wir im Reco-Team haben dann gesehen, das bringt es gar nicht. Das bringt es nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt, wie gehen wir zurück? Haben gesagt, ja, wir müssen zurück auf die Hauptstadt. Aber wie gehen wir dort rauf? Dann sind wir in einen Transportflüger rein, hinten Klappe zu, kein Fenster, nichts. Sind wir sieben Stunden auf Teheran geflogen, auf die Schweizer Botschaft. Sie haben uns nicht mehr rausgelassen aus dem Land, weil wir kein Einreisevisum hatten, weil der Flugplatz zerstört war. Dort waren wir dann über Nacht dort und die Schweizer Botschafter sind wir bei dem daheim eingeladen. Dort hatten noch den Christbaum und alles haben wir dort bei dem untergekommen. Haben dann in der Botschaft am Boden geschlafen. Am anderen Tag haben sie dann organisiert, hat uns die Turkish Airline mitgenommen. Aber die türkische Airline, nachdem wir das Visum gekriegt haben, haben gesagt, Hunde dürfen nicht in die Kabine. Und gesagt, wir haben keine Box. Mit der Regen haben wir die Hunde neben uns. Das gibt es nicht. Dann ist einer von der Botschaft eine Plastikkiste gekauft. Da haben wir dort Löcher reingebohrt, die Hunde reingetan, verschraubt. Und dann hat man die in den Flieger eingeladen. Wir sind, ich sehe es, und wir haben runtergeschaut. Neben dem Flieger runtergeschaut, dann sind sie mit diesen Kisten. Drei Hunde rein, der vierte hatte keinen Platz. Dann sind sie mit dem Förderband hinter den Flieger, haben dort die Tür geöffnet, haben die Kisten nicht reingebracht. Dann sind sie wieder zurückgekommen. Und das sind, man muss vorstellen, das waren so hohe Kisten. Dann haben sie die Kisten gekippt, gekehrt, reingeschoben, die Türen zu. Wir wissen jetzt noch nicht, welcher Hund da drin war. Aber wo wir dann zurückgekommen sind, wir sind dann via Istanbul in die Schweiz geflogen. Wo wir zurückgekommen sind,
die Hunde haben geschwänzelt und freuen, wenn nichts gewesen wäre. Und das ist ein Einsatz. Das ist ein Einsatz. Im ersten Einsatz, den ich vorhin gesagt habe, im 92, dort haben wir auch zwei Junge dürfen retten, das Leben retten von Redoc. Also das ist, ich rede jetzt nur von der Equipe, in der ich war. Und ich war in dieser glücklichen Lage. In Izmit, dort, wo wir die zwei Kinder haben, haben wir noch zwei 18-Jährige, auch noch aus dem gleichen Gebäude leben dürfen. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt zurückschaue, 33 Jahre Redoc, und dürfen dabei gewesen sein, wie sechs Menschenleben retten. Das ist sensationell. Und ich würde es wieder machen. Man hat auch viel Ärger gehabt, aber eigentlich, das überwiegt alles. Nebst den vielen Toten, die wir hatten, sei das in Japan oder in Algerien, das war sicher auch wertvolle Arbeit, sehr wertvolle Arbeit für die Angehörigen, wenn man ihnen darf, das Liebste übergeben. Auch wenn es tot ist, sie wissen wenigstens, wo es ist. Und nochmal, die Kinderaugen ist das Größte, vor allem wenn man selber Kinder hatte. Und jetzt habe ich Kinder, die in dem Alter sind, zwei Enkel mit 7 und 5. Also das ist eigentlich das ist sensationell. Und die zwei, mit denen habe ich jetzt noch Kontakt. Wir sind jetzt 28 und 25-jährig und das ist sensationell. Wir verstehen uns jetzt noch nicht, aber mit Übersetzung bleibt man in Verbindung. Und das ist schon einzigartig, das ist eine tolle Sache. Es ist sehr schön und kalt. Ja. Wie war es denn jetzt beim Elias daheim? Anlamasak da konuşmaları, sıcaklığından dolayı mutluyuz, eğleniyoruz. Auch wenn sie nicht verstehen, was er sagt, aber trotzdem ist die Nähe da. Ja, also meine Familie, wir flippen alle von schon aus und wir haben es wirklich schön. Wir sind wie eine grosse Familie. Wie es größer wird. Im Grunde genommen ist das im November 86 gewesen. Ich habe mit meinem Hund, dem Tobi, dazumal eine Schutz-1-Prüfung gemacht und zu Chur habe ich den Toni Enster kennengelernt. Und dann sagt er mir, hey, mit dem Hund musst du kommen, gar kein Hund. Und ich dachte, was ist das? Oder? Dann haben wir eigentlich den beschäftigt mit dem und dann okay, komm. Und das hat mich spannend gefühlt, eigentlich vom ersten Moment weg. Ich habe gesagt, dann musst du mir einfach schauen, dass ich mit dem Hund noch ins Militär kann, weil ich möchte umsatteln, Militärhunde führen. Und er hat gesagt, das machen wir. Haben wir das trainiert auf das und im Frühling 87 bin ich dann an die Prüfung bestanden, Militärhundeführer und ja, dann haben wir einfach trainiert und die haben natürlich riesen Spass gehabt. Ich bin nur noch auf dem Übungsplatz gesehen, am Trainieren und am Machen und nachher bin ich auf einen Einsatztest gegangen im Oktober, Wangen an der Aare und am ersten Tag habe ich den bereits bestanden. Und auf dem Heimweg, das ist mir so geblieben, hat der Toni mir gesagt, Elias, Einsatzfähigkeit verpflichtet. Und dann bin ich im wahrsten Sinne des Wortes nachgegangen. Also eben bereits im 88 in den Vorstand reingewählt gekommen, bei der RG Graubünden. Und so hat es sich ergeben. Also eins hat das andere gerufen. Vorstand, als Aktuar, dann bin ich als Präsident gekommen, dann bin ich als Equipenleiter, dann gesamtschweizerisch immer weiter führen gekommen. Und so hat es das Ganze eigentlich gebunden. Ich bin einer, der nicht hätte schweigen können. Wenn mir etwas nicht passt, habe ich es gerade ausgesagt. Aber ich habe es nachher auch versucht, um gewisse Sachen zu erreichen. Ich weiß es nicht genau, 201 oder dort umeinander. Ich habe gesagt, wir müssten eigentlich von der Prüfung bis zum Einsatztest her. Das ist die grosse Diskrepanz. Wir mussten zwei Prüfungen machen und dann können wir in den Einsatztest gehen. Und dort war die Durchfallsquote eigentlich sehr hoch. Das war bei 50%. Ich habe gesagt, wir müssen eine Zwischenstufe machen. Und dann ist dann der Eignungstest eigentlich entstanden. Also am Eignungstest, den wir jetzt gesamtschweizerisch haben, war am Anfang Ablehnung da. Und ich denke, im Moment gar nicht mehr vorstellbar ohne Idee. So hat sich das Ganze entwickelt. Im 03
bin ich dann gewählt als Chef Einsatz für den Edi Bucher. Und dort ist es nicht einfacher gekommen. Dort hat man dann die Einsatztest. Früher war es einer im Jahr, dann hat es nachher dann zwei im Jahr, zwei Einsatztests. Also 14 Tage von meiner Ferien bin ich zu Genf oder für Redog unterwegs. Und an dieser Stelle möchte ich meiner Frau schon ein herzliches Dankeschön sagen. Ohne ihre Einwilligung wäre das nie gegangen. Und wir sind jetzt immer noch verheiratet, das ist das Schöne. Ja, Redog in der Zukunft, also mein Herz schlägt. Und wenn ich vorher gesagt habe, wenn ich jünger wäre, würde ich da gerne noch weitermachen. Ich sehe in Redog nach wie vor noch vielleicht, dass man dort vielseitiger vom Suchen her sind wir sicher auf der richtigen Schiene. Man geht jetzt eher in die Tiefe suchen, weil man später im Einsatz ist. Aber das Ziel sollte nicht sein, später in den Einsatz, sondern früher in den Einsatz zu gehen. Wenn wir anschauen, der Einsatz in der Türkei 99, da sind wir innerhalb von 12 Stunden sind wir vor Ort gewesen. Und wir haben insgesamt dort, wenn es mir recht ist, 12 Menschenleben dürfen retten. Das ist das Zeitfenster. Der Faktor Zeit ist maßgebend. Und früher in Einsatz, wenn man das mit einer Rettungskette, die ein grosses Konstrukt ist, wenn man es mit denen nicht kann, muss man halt versuchen, dass man in einem kleineren Team, vielleicht mit 20 Leuten, könnte in Einsatz gehen. Das heisst Zusatzaufgaben. Was heisst Zusatzaufgaben? Nur mehr Freizeit opfern. Und ob das die heutige Jugend, die sagen es jetzt gerade, bereit ist, steht in den Sternen. Das geht nur, wenn es Leute hat mit sehr viel Herzblut. Dann ist das möglich. Es gibt nichts Schönes als Menschenleben retten. Ich kann es natürlich gut sagen. Ich sehe die Bilder von denen. Ich sage nochmal von diesen Krisenaugen, die mich angeschaut haben. Etwas Schönes als Menschenleben retten gibt es nicht.